Was gibt's hier? Noch eine Manuskriptseite, sehr gut. Uiuiuiui, was für ein Spiel. Und die Atmosphäre finde ich immer noch so geil. Ja, Stucky hat's immer noch auf uns abgesehen. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. So, und hier gibt's noch Batterien und Revolvermunition. Nehmen wir natürlich mit, können wir alles sehr gut gebrauchen. Ja, es gibt auch Leute, Typen, die werfen können. Ja, und die können richtig Autsch machen, wenn sie wollen. So, hier hochklettern. Und jetzt sind wir scheinbar immer noch hier irgendwo im Holzfällerlager. Und ihr seht, da waren schon wieder Graffitis. Den folgen wir doch glatt. So, hier können wir hochklettern. Und unser Ziel ist diese Hütte, die wir da oben schon sehen. Ob wir da allein sein werden? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall werden wir uns die Kiste hier holen. Mit noch mehr Batterien. War das alles? Tatsächlich war alles. War nur ein paar Batterien. Aber gut, Batterien sind wichtig. Wir haben 17 Stück. Das ist schon mal gut. Sehr gut sogar. Später werden wir uns freuen, wenn wir überhaupt noch so viele finden. So, dann mal die Leiter wieder runter. Den eigentlichen Weg einschlagen. Wir haben immer noch die Leuchtpistole, die werden wir natürlich auch noch nutzen. Aber dazu erst später. Jetzt werden wir erstmal unseren Weg hier durchbahnen. Ja, und wir müssen noch immer die Tankstelle erreichen. Irgendwie. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Das ist natürlich traumhaft. Wenn man den Weg da hinten lang geht, kommt man auch zu einer Thermoskanne. Wollen wir aber nicht. So, was haben wir hier? Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Ja, und da hinten sehen wir es blinken. Das heißt also, da hinten wird der Generator sein. Na dann. Es gibt später auch noch bessere Taschenlampen. Das ist jetzt noch die kleine, die... Naja. Sie ist nicht besonders. Noch eine Manuskriptseite. Und hier gibt es die Schrotflinte. Hey, cool. Das ist sehr gut. Sehr effektive Waffe. Aber natürlich nur von nahen. So, dann werden wir mal den Generator bedienen. Das können wir ja... Ausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, und das gibt's auch. Und da ist sicheres Licht. Ja, in diesen Lampen sind wir sicher. Also im Licht sind wir sicher und regenerieren unsere Lebensenergie. Das heißt, unter solchen Laternen ist eigentlich immer der beste Ort zum kurz mal ausruhen. So. Dann werden wir das Ding mal nach unten bewegen. Und zwar auch nicht zu tief. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Mensch. Ich hab's drauf, ich hab's drauf. So. Der Weg geht weiter durch den Wald. So. Kurz. Und Sprung! Oi, Alan, super. Springen kann er, der Kleine. So, ich glaube, hier gab es auch noch ein Secret. Gucken wir erstmal. Erstmal gab es diese Hütte hier, in der wir Schrotflintenmunition finden und nochmal ein Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was.
was Gutes. Geh einfach kurz vor die Tür und so, damit haben wir noch eine Leuchte, noch eine Kiste gefunden. Und wir lassen Pat mal ein bisschen im Hintergrund quatschen. Aber ist jetzt auch nicht so besonders, was er da redet. Es ist eben halt so, nur dass den Leuten teilweise was komisch auffällt oder irgendwas. Oder es geht auch teilweise manchmal um uns, aber die lasse ich natürlich dann, diese Radiosequenzen. Die wichtigen. So, und hier oben steht normalerweise auch eine Thermoskanne. So. Manchmal müssen wir uns auch erst sichere Plätze erkämpfen. Und mit Generatoren starten. Zum Beispiel den hier. Wow. Schnell bevor, weil manchmal, es gibt so Bereiche im Spiel, da kommen immer wieder Gegner, da können wir machen, was wir wollen, die kommen immer wieder. So, mal kurz ausatmen, wir haben einen Kontrollpunkt damit auch erreicht, sehr gut. Und jetzt geht's durch den Wald und hier kommen jetzt jede Menge Gegner. Immer mal wieder. Wir müssen aufpassen, die Manuskriptseiten weisen uns teilweise auch den Weg. Hier sind noch mehr. Und immer wenn diese Zeitlupe kommt, wissen wir, dass wir quasi die Gruppe beendet haben. Also den letzten Gegner aus dieser Gruppe getötet haben. Manuskriptseite gefunden. Sehr gut. Dann mal ab hier hoch. Und ins sichere Licht. Kurz mal den LNA holen lassen. Dann gibt es hier auch diese Emergency-Kästen. Da sind auch Batterien drin oder Munition. Alles, was wir sehr halt zerbrauchen. Gut. Dann ein weiteres Secret, was wir jetzt aufdecken werden. Und zwar müssen wir einfach nur dafür hier nach oben laufen. Ein bisschen rein. Und da seht ihr schon die Truhe stehen. Man kann hier auch echt eine Menge so Nebenzeugs entdecken. Das ist echt schön. So, die lassen wir mal gleich ausgerüstet, weil jetzt lohnt sie sich gleich. Jetzt werden wir mal ein bisschen die Straße hier runter. Jawohl. Jetzt nämlich. Scheiße. Ah, komm. Hat ja nicht so geklappt. Habe ich ein bisschen daneben gezielt. Aber die restliche Leuchtpistolen-Munition werden wir uns aufheben. So, erstmal nehmen wir die Seite mit. Und das Tor müssen wir öffnen. Das können wir hier drin. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit. Einen kleinen Gimmick. Und zwar... Okay, haben wir voll. Schrotflintenmuni. Können wir mal richtig benutzen jetzt hier, ne? Und zwar kann man nicht nur Radiosendungen sich anhören, sondern man kann auch eine Serie gucken. Und die gucken uns jetzt an. Das ist halt blöde mit der Kameraperspektive. Ich würde gerne ein Ego darauf gucken. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night's Brains. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorhergestellt ist, muss man dankbar sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen.
Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren bestaunt die Quantenunsterblichkeit. Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Nine Springs. Ja, sehr geile Serie. Finde ich cool. Davon werden wir noch einige finden und die werden wir uns auch alle angucken, weil ich die... Oh, ich Idiot. Ich vergesse natürlich den Knopf zu drücken. Ohne Knopf nix los. Wir haben auch schon bald das Ende des ersten Kapitels erreicht. Tatsächlich. Achso. So. Da vorne gibt es Munition zum Aufladen. Das ist jetzt quasi wie so eine Art Bosskampf. Wow. Wop. So, Stucky lebt immer noch, der Drecksack. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Und das haben wir eigentlich auch vor. Das war Stucky. Das war, wie gesagt, so eine Art kleiner Bosskampf. Ihr braucht auch nicht verschwenderisch sein mit der Munition, weil ihr könnt sie nie mit ins nächste Kapitel nehmen. Leider. Sonst würde ich hier horten wie ein Blöder. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Okay. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Oder eher nicht so? Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Nee, hier ist nichts. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. So, und da gibt es auch noch tatsächlich eine Kapitelseite, wie wir sehen. Für alle, die Thermoskannen sammeln, ihr könnt hinten die Straße runterlaufen in Tunnels. Ist ein bisschen tricky, der Weg, weil da ziemlich viele Gegner kommen. Aber da findet ihr dann auch noch eine Thermoskanne. So.
Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Oh shit, das ist nicht gut. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Es gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Ja, das ist auch noch so ein Mysterium, was sich aber am Ende dann alles erklären wird. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb, Überraschungswettkämpfe und Live-Musik für die Kinder Hasenzahn Charlie nachmittags und die unglaubliche Fantasie-Magori von Montgomery, dem Magier, abends. Verpassen Sie nicht die legendären Hirschfestparade, ja. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gab. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir jetzt eins tun, und zwar das Telefon bedienen. Polizeiwache Bright Falls? Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Way, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just as